Na, schauen wir, ob da dann auch das passt. Beim nächsten Boden. So oder so weit. Und dann. Ja. Passt, sehr gut. Aber komisch, wenn es denkt, geht es dann stärker beim Fliegen? So habe ich gedacht, dass er eher später werden soll. Ja, ja, komisch. Nichts so unterschiedlich, gell? Ja, ja. Das so hier, das kommt dann eh wieder drauf. So, da wieder. Futter durchschauen. Schaut aber auch nicht schlecht aus. Wie schaut es aus, wenn es jetzt wenig kommt? Na, das zum Beispiel. Das ist etwas, was wenig okay. ist. Und das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Also das ist ja. Futter, das ist das, okay. Das ist der Honig. Das ist das Futter für einen von der Leben. Ja. Genau. So, dann, das hänge ich jetzt am Rand, das hänge ich da um mich weiter. Das geht wieder da rein. Aber auf alle Fälle sehe ich da eine Brut, siehst du das? Ja. Das ist aber ganz schlecht, weil das ist eine Drohnenbrut. Okay. Das ist das Zeichen dafür. Dass drohnenbrütig sind, das heißt, die haben keine Königin. Ah, okay. Also entweder sie haben eine Arbeiterin, die auf und hat zum Eier legen. Ja. Das ist dann, die kann ja nur ja, ich weiß, ja. Drohnen Eier legen. Oder die Königin, die es haben, ist schlecht begattet. Mhm. Schlecht bis gar nicht. Ja. Das ist dann auch die Möglichkeit. Das ist natürlich ganz schlecht. Das heißt, wir werden das Volk mit dem Volk vereinen. Mhm. Das lesen wir auf. Das ist eine Katastrophe, gell? Ja. Aber es ist so. Das ist ein Drohnenbrut. Da. Ja. Das sieht man, dass er haben eine ist. Mhm. Genau. Drohnenbrut. Okay. Genau. Man sagt auch Buckelbrut dazu. Ja. Weil das ist so ein Buckel aus. Also da haben sie auch angefangen zum König und Zieren. Genau, das ist eine Weiselzelle. Ja. Aber da es noch unbegattete Eier gibt, wird es nichts. Schau, die hat da sogar ganz viele Stiftel da drinnen. Ja. Also irgendjemand legt da ziemlich fleißig Eier. Sie liegen schön unten am Boden. Das würde heißen, dass das eine Königin ist, weil eine Arbeiterin kommt mit ihren Hinterleib nicht so weit oben. Ja. Mhm. Und trotzdem sind sie normal, dann hat die Königin, die sind nicht gut befruchtet, oder? Ja.